Sehr geehrte Damen und Herren, liebe werdende Mütter, liebe werdende Väter, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Infoabend, zum ersten Mal als Livestream. Mein Name ist Andreas Müller aus der Frauenklinik. Zusammen mit der Lara Buruk, einer Vertreterin unseres Hebammenteams, möchte ich Sie durch die nächsten 20 Minuten begleiten und Ihnen unsere Klinik und unser Perinatalzentrum vorstellen. Im Städtischen Klinikum Karlsruhe sind die Gebäude nach den Buchstaben des Alphabets benannt. Im Haus S finden Sie sowohl die Kinderklinik wie die Frauenklinik, wie auch die Kinderchirurgie. Hier sind wir beheimatet und der Zufahrtsweg, die zentrale Zugangsstelle sozusagen, befindet sich im Bereich der Kussmaulstraße, bekannt auch durch den Noteingang oder durch den Zugang zur Kindernotaufnahme. Das ist der Zugangsweg, wie Sie uns erreichen. Und eine der häufigen Fragen, die wir zu beantworten haben, ist, wo kann geparkt werden? Kurzfristig haben wir die öffentlichen Parkplätze. Da bitte ich Sie aber, die Beschilderung entsprechend zu beachten. Wir haben immer wieder Fragen, ob Atteste, Bestätigungen ausgestellt werden können, ob Strafzettel dann von der Stadt quasi zurückgenommen werden können. Das liegt nicht in unserer Macht. Bitte beachten Sie dort die örtlichen Regelungen. Die Tiefgarage, die normalerweise zur Verfügung steht, ist aktuell durch die Corona-Zeit nicht nutzbar. Sobald sich aber hier Änderungen ergeben, sehen Sie das auch auf unserer Homepage. Und ich hoffe, dass bald wieder die Tiefgarage auch für Sie nutzbar ist. Eine der wichtigsten Anlaufstellen im Haus S ist der sogenannte Infopoint. Wenn Sie ins Erdgeschoss oder über das Erdgeschoss das Haus S betreten, finden Sie nach ungefähr 10 Metern auf der linken Seite diesen Infopoint. Das ist die wichtigste und erste Anlaufstelle. Diese Stelle ist rund um die Uhr, 7 Tage, 24 Stunden am Tag besetzt. Und die Mitarbeiterinnen, die hier für Sie tätig sind, die weisen Ihnen den Weg und sagen Ihnen, wo Sie zum Beispiel den Kreißsaal finden, wo Sie die Wochenstation finden, wo Sie auch Ambulanzen, Sprechstunden etc. finden. Also eine ganz wichtige Stelle im Haus S. Immer wenn Sie Fragen haben, wo muss ich hin, bitte an den Infopoint wenden, an die Mitarbeiterin da, die Ihnen gerne weiterhelfen. Im ersten Stockwerk ist dann der Eingang zum Kreißsaal mit unseren 4 Kreißsälen, die wir haben, und separaten Kaiserschnittoperationssaal. Und vorgelagert vor den eigentlichen Kreißsaalbereich haben wir eine geburtshilfliche Ambulanz. Seit mehreren Jahren hat sich das sehr gut etabliert. Hier werden im Prinzip die Vorstellungen zur Geburtsplanung, bestimmte Fragen, wie muss ein Kaiserschnitt sein, oder auch medizinische Fragestellungen beantwortet durch unsere Oberärztinnen, die dort die Sprechstunden betreiben. Und auch hier ist nochmal eine Anmeldungsstation, die durch medizinische Fachangestellte besetzt sind, ist, die Ihnen hier jederzeit gerne helfen und Sie in Empfang nehmen. Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten, wie man sich dort vorstellen kann. Das eine ist unsere Hebammensprechstunde. Hier brauchen Sie keine Überweisung. Sie müssen den Mutterpass mitbringen, vorher den Termin bitte ausmachen, telefonisch. Und wir empfehlen hier schon eine recht frühe Vorstellung ab der 28. Schwangerschaftswoche, um alle Fragen rund um die Geburt zu beantworten bzw. Sie auch entsprechend zu informieren. Die 2. Möglichkeit ist eine ärztliche Sprechstunde, unsere geburtshilfliche Ambulanz oder auch Pränatalsprechstunde. Die wird von unseren beiden Oberärztinnen, Frau Dr. Roth und Frau Dr. Wolf, betrieben. Und hier brauchen Sie eine Überweisung von Ihrer Fachärztin oder von Ihrem Facharzt zur Vorstellung in dieser Sprechstunde. Hier zum Beispiel Frau Wolf, eine unserer Oberärztinnen, die dann Ultraschall macht. Und da wird neben Mutterpass anschauen, Anamnese erheben, werden da auch eingehende Untersuchungen vom Kind durchgeführt. Und zum Thema Hebammensprechstunde und dann die Betreuung während der normalen Geburt übergebe ich jetzt gerne an die Frau Buruk. Hallo, mein Name ist Lara Buruk. Ich arbeite als Hebamme im Städtischen Klinikum Karlsruhe und ich freue mich, euch heute live unsere Arbeitsweise und unsere Räumlichkeiten näher zu bringen. Zunächst einmal möchte ich nochmal auf die Hebammensprechstunde eingehen. Wie Professor Dr. Müller bereits erwähnt hat, erfolgt die Anmeldung im letzten Schwangerschaftstrimenon, das heißt ab der 28. Schwangerschaftswoche.
Die Terminvergabe erfolgt über die Schwangerenambulanz. Wir bieten die Hebammensprechstunde 2 Tage die Woche, und zwar dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr an. Wegen der aktuellen Situation mussten wir die Hebammensprechstunde in letzter Zeit leider ausfallen lassen, aber ich darf verkünden, dass wir ab Juli wieder regulär und vor Ort die Hebammensprechstunde durchführen werden. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch nochmal erwähnen, dass die Geburtsanmeldung keine Pflicht ist. Also auch wenn ihr nicht zuvor in einer Hebammensprechstunde oder in einer ärztlichen Sprechstunde wart, ist es möglich, wenn es soweit ist, zu uns zu kommen. Die Hebammensprechstunde dient letztendlich der Erfassung der Anamnese, also zur Erfassung ihrer medizinischen Vorgeschichte. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie ihren Mutterpass mitbringen. Wir beantworten individuelle Fragen, besprechen Wünsche, und falls ihr einen Geburtsplan erstellt habt, gehen wir auch diesen gemeinsam durch. Anschließend wird bei Bedarf noch ein Stillgespräch geführt, sodass wir Sie einfach bestmöglich auf die Geburt und auf die Stillzeit vorbereiten können. So, weiter geht's. Die normale Geburt. Das Ankommen im Kreißsaal. Wenn die Wehen regelmäßig losgehen bzw. die Fruchtblase springt, ist es langsam an der Zeit, dass Sie sich zu uns auf den Weg machen. Am Haupteingang angekommen, gibt es nun einige Neuerungen. Ihr Mann sollte erstmal draußen vor dem Gebäude warten, und sobald wir den weiteren Geburtsverlauf abschätzen können, darf Ihr Mann natürlich dann auch mit dazu. Am Haupteingang angekommen, werden Sie direkt empfangen, und Sie werden erstmal gebeten, sich die Hände zu desinfizieren. Sie erhalten einen Mund- und Nasenschutz und müssen dann ebenfalls noch eine Erklärung zu den neuen Regelungen unterschreiben und dürfen dann hoch zu uns in den Kreißsaal. Zur Maskenpflicht würde ich jetzt gern noch sagen, also die Maskenpflicht besteht dauerhaft während Ihres Aufenthaltes bei uns in der Frauenklinik, und auch wir tragen einen Mund- und Nasenschutz. Damit wollen wir einfach unsere Patienten, also Sie als auch natürlich uns, das Personal schützen. Ebenfalls möchten wir Sie bitten, natürlich die allbekannten Hygieneregeln einzuhalten, also besonders auf Händehygiene zu achten, die Abstandsregelungen zu befolgen. Genau. Oben im Kreißsaal angekommen, empfängt euch entweder die Schwangerenambulanz oder ihr klingelt direkt an der Kreißsaaltür. Wir begrüßen euch dann natürlich mit einem netten Lächeln statt mit einem Händeschütteln und nehmen euch dann mit in den Kreißsaal. Es erfolgen jetzt erstmal die typischen Aufnahmeuntersuchungen, die Sie wahrscheinlich auch schon von den Schwangerenvorsorgen vom Frauenarzt kennen. Wir legen erstmal ein CTG an, kontrollieren also die Herztöne von Ihrem Kind. Währenddessen können wir auch die Anamnese erheben, falls dies noch nicht in der Hebammensprechstunde erfolgt ist. Wir messen Ihre Vitalzeichen, also schauen nach dem Blutdruck, nach der Temperatur und nach dem Puls. Und anschließend erfolgt dann eine Ultraschalluntersuchung durch unsere Gynäkologen und eine vaginale Untersuchung. Durch die vaginale Untersuchung können wir dann eben feststellen, ob es sich wirklich um einen Blasensprung handelt und ob sich die Wehen auf den Muttermund auswirken. Wie könnte es weitergehen? Wenn Sie sich noch in der Latenzphase der Geburt befinden, also noch in der Anfangsphase der Eröffnung, ist der Kreißsaal nicht der richtige Ort für Sie, und wir empfehlen Ihnen, nochmal nach Hause zu gehen, da es in den eigenen 4 Wänden einfach doch gemütlicher und entspannter ist. Falls der Blasensprung bestätigt werden sollte und oder sich die Wehen auf den Muttermund auswirken, erfolgt die stationäre Aufnahme, und wenn es schon abzusehen ist, nehmen wir Sie dann auch mit in den Kreißsaal. Sobald Sie dann im Kreißsaal sind, darf natürlich auch Ihr Partner mit dazu. Hier jetzt noch einige Bilder aus dem Kreißsaal. Wir haben 4 Kreißsäle,
mit jeweils speziellen verstellbaren Entbindungsbetten. Jeder Kreißsaal hat seine eigene Toilette. Wir haben Sprossenwände in den Kreißsälen stehen. Und wie Sie sehen, haben wir auch die Wickeleinheit genau exakt neben dem Kreißbett. Zusätzlich haben wir noch PC-Bälle, Matten, Hocker, sodass Sie unter Geburt viele verschiedene Positionen ausprobieren können. Zwischen zwei Kreißsälen befindet sich jeweils eine Gebärwanne, die natürlich zum einen zur Wassergeburt dient und auch zur Entspannung, vor allem in der Eröffnungsphase. Hier möchte ich noch erwähnen, dass unsere CDG-Geräte im Kreißsaal kabellos sind. Das heißt, auch wenn wir unter der Geburt die Herztöne Ihres Kindes kontrollieren, können Sie sich trotzdem weiterhin frei im Kreißsaal bewegen. Ebenfalls haben wir auch Musikboxen im Kreißsaal, sodass Sie Ihr Handy über Bluetooth damit verbinden können und dann auch Ihre Lieblingsmusik hören können. Zusätzlich zu den vier Kreißsälen haben wir auch ein Wehenzimmer. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Raum für die wehenden Frauen. In dem Wehenzimmer befindet sich ein Bett und eine bequeme Couch, also dass Ihr Partner bei Bedarf dann auch mit im Kreißsaal übernachten kann. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Unser höchstes Ziel ist natürlich die Gesundheit von Mutter und Kind. Wir möchten natürlich auch die natürliche Geburt fördern, das Bonding und das Stillen. Für uns im städtischen Klinikum ist das Vertrauen zueinander sehr wichtig und euer gutes Gefühl. Wir möchten, dass ihr euch gut betreut fühlt und deshalb teilt jederzeit mit uns eure Wünsche und Sorgen. Ein weiteres Ziel ist natürlich die frühzeitige Familienzusammenführung und deshalb ist es erlaubt, dass bei der Geburt Ihr Partner bzw. eine andere Begleitperson mit anwesend ist. Wir können Sie unterstützen, indem wir Ihnen Raum und Zeit für die Selbstgestaltung der Geburt geben, Ihre Intimsphäre wahren, Schutz geben, eine offene Kommunikation ermöglichen und natürlich individuell auf Ihre Wünsche eingehen. Die Betreuung unter der Geburt erfolgt hauptsächlich durch die Hebamme. In den meisten Fällen können wir auch in der aktiven Phase der Geburt eine 1:1-Betreuung gewährleisten. Und da wir ein Lehrkrankenhaus sind, können wir sogar zusätzlich eine intensive Betreuung durch Hebammen in der Ausbildung bieten. Wir arbeiten stets in Rücksprache mit den Ärzten, mit den Kreißsaalärzten und bei jeder Geburt ist dann auch eine Ärztin bzw. ein Arzt mit anwesend. Ein weiteres spannendes Kapitel sind die Schmerzmittel unter Geburt. Da wir die natürliche Geburt fördern möchten, möchten wir natürlich nicht allzu viel eingreifen und intervenieren. Und deshalb haben wir auch eine große Auswahl an nicht-medikamentöser Schmerzlinderung. Zum einen ein warmes Kissen fürs Kreuzbein, ein warmes Entspannungsbad, Massagen. Wir arbeiten mit Homöopathie, Akupunktur und Aromatherapie. Und wir leiten Sie selbstverständlich zu Atem- und Entspannungsübungen an. Wenn dann doch mal was nötig sein sollte, haben wir natürlich auch einiges an Lager. Für die Anfangsphase der Geburt haben wir Paracetamol und Buscopan. Ein Meptid ist ein stärkeres Schmerzmittel, welches über die Vene gegeben werden kann. Das nimmt die Schmerzspitze und viele Frauen können dann nochmal ihre Augen schließen und auch nochmal Kraft für die kommenden Phasen tanken. Eine Besonderheit bei uns im städtischen Klinikum ist das Lachgas. Das Lachgas wird gerne gegen Ende der Geburt verwendet, also in der Übergangsphase bzw. in der aktiven Geburtsphase. Es nimmt die Schmerzspitze und viele Frauen kommen dann einfach mit den intensiven besser zurecht.
Und dann bieten wir natürlich auch noch die maximale Schmerzerleichterung unter der Geburt an, die Periduralanästhesie, die PDA. Die PDA wird in der Regel ab einem Muttermundsbefund von 3 bis 4 Zentimetern beziehungsweise ab regelmäßiger Wehentätigkeit gelegt. Die PDA kann rund um die Uhr gelegt werden und dies erfolgt dann durch den Anästhesisten bei uns im Haus. Genau. Hier noch einige Szenen aus dem Kreissaal. Durch unsere Ausstattung ist es möglich, viele verschiedene Positionen unter Geburt auszuprobieren und auch viele aufrechte Gebärhaltungen einzunehmen. Wie ihr auf den Fotos auch sehen könnt, legen wir auch sehr viel Wert darauf, die Männer mit einzubeziehen. So, geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht es jetzt nach der Geburt weiter? Nach der Geburt seid ihr ungefähr noch 2 Stunden bei uns im Kreissaal. In dieser Zeit achten wir natürlich auf das intensive Bonding. Der Haut-zu-Haut-Kontakt fördert nicht nur die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern fördert auch, wirkt sich auch positiv auf die Körpertemperatur und auf den Blutzucker des Kindes aus. Und beeinflusst natürlich auch das Stillen positiv. Dann folgt noch das erste Anlegen. Die Neugeborenen zeigen nach circa 20 Minuten erste Stillanzeichen. Wir geben ihrem Kind erstmal Zeit, alleine an die Brust zu finden. Und das klappt in den meisten Fällen auch sehr gut. Wenn doch mal Hilfe benötigt wird, sind wir dann natürlich für sie da. Anschließend wiegen und messen wir gemeinsam ihr Kind. Es erfolgt die erste Untersuchung, die U1. Und ja, wir achten natürlich auch auf ihr Wohlergehen, schauen regelmäßig nach der Rückbildung der Gebärmutter und nach dem Wochenfluss. Wenn dann alles soweit gut ist, geht es dann nach 2 Stunden auf die Wochenbettstation. Vielleicht kurz hierzu nochmal, also falls die Geburt komplikationslos erfolgen sollte, ist auch eine ambulante Entbindung möglich. Ambulante Entbindung bedeutet, dass Sie 4 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen dürfen. Da würde ich Sie aber bitten, sich vorher noch mal genau zu informieren, einen Kinderarzt für die U2-Untersuchung zu organisieren und eine Nachsorgehebamme. So, hier dann der Weg auf die Station. Genau. Wir haben 2 Wochenbettstationen, die S21 und die S22, mit gemeinsam 20 Zimmern, die regulär als 2 Bettzimmer gestaltet sind. Wir arbeiten nach dem Prinzip des Rooming-in. Das bedeutet, dass Ihr Kind 24 Stunden bei Ihnen ist, dass alle Untersuchungen in Ihrer Anwesenheit durchgeführt werden und dass Ihr Kind neben Ihnen im Pforzheimer-Bettchen schläft. Von diesen 20 Zimmern sind 16 Zimmer in Einzelzimmer oder Familienzimmer umwandelbar. Jetzt noch zu der Besucherregelung. Da darf ich Ihnen ab heute positive Nachrichten übermitteln. Und zwar wurden die Besucherregelungen geändert. Ab heute, also ab dem 18.05. erlaubt, dass eine Person pro Tag zu Besuch kommen kann. Wir müssen leider das Ganze noch weiterhin einschränken auf 60 Minuten und das Ganze zwischen 15 und 19 Uhr. Falls Sie dazu noch irgendwie Fragen haben, können Sie die gerne später im Live-Chat stellen. Hier noch Fotos von unserem Aufenthaltsraum. Und jetzt noch ein paar Worte zum Familienzimmer. Ab heute ist es auch wieder möglich, ein Familienzimmer in Anspruch zu nehmen. Das heißt, falls wir freie Zimmer zur Verfügung haben, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Mann mit Ihnen im Zimmer übernachtet. Die Kosten
Dabei belaufen sich auf ca. 150 Euro. Frühstück, Mittagessen und Abendessen für Ihren Partner ist dann natürlich inklusive. Das Familienzimmer dient natürlich zum einen zur Familienzusammenführung, aber es soll auch hauptsächlich die Frau unterstützen. Eine Reservierung ist leider nicht möglich. Erfahrene Schwestern, Kinderkrankenschwestern und auch Hebammen unterstützen Sie selbstverständlich in den ersten Tagen beim Stillen, beim Wickeln oder auch bei anderen Angelegenheiten. Das war es jetzt erstmal von mir. Dann übergebe ich wieder an Professor Dr. Müller. Danke. Ja, wenn es doch leider Probleme geben sollte, dann ist es so, dass wir vom Team her sehr gut besetzt sind. Wir haben rund um die Uhr ständig mindestens 3 Hebammen im Dienst. Wir haben 3 Ärzte rund um die Uhr in der Klinik im Dienst, die für die Gebärenden zuständig sind. Wir haben aber auch die Kollegen der ganzen anderen Fachgebiete wie die Kinderfachärzte und Ärztinnen zur Verfügung 24 Stunden, also rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Diesen Service können nur wir Ihnen bieten. Da sind wir die einzige Klinik, wo dies möglich ist. Aber wir haben auch die OP-Schwestern, Anästhesisten, Anästhesisten und auch die Fachpflegekräfte rund um die Uhr zur Verfügung, um auch die Maximaltherapie in der Geburtshilfe sozusagen ständig bieten zu können, wenn es denn notwendig ist. Gott sei Dank ist es ja für die meisten von Ihnen nicht notwendig. Alle Informationen, die wir Ihnen jetzt gegeben haben, finden Sie auch auf der Homepage. Da gibt es auf der Homepage der Frauenklinik einen Bereich rund um Kind und Geburt. Da finden Sie eigentlich alle wichtigen Informationen, auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen, wenn Sie sich anmelden wollen für die Geburtsvorbereitungskurse zum Beispiel oder Rückbildungsgymnastik. Die entsprechenden Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Hebammen sind dort hinterlegt. Was wir Ihnen noch anbieten können in den Zeiten, wo ja das Aufsuchen einer Hebamme Schwierigkeiten bereiten kann oder wo nicht alle von Ihnen eine Hebamme für die Nachbetreuung nach der Geburt finden. Wir arbeiten da zusammen mit einer jungen Firma aus Berlin, die digitale Hebammenberatung oder telefonische Hebammenberatung anbietet. Bei dieser Firma Kinderheldin sind examinierte Hebammen angestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen. Alle Patienten, die bei uns ein Kind auf die Welt bringen, bekommen einen Gutschein. Der sieht so aus, wie auf der linken Seite dargestellt. Und mit diesem Gutschein können Sie nach der Geburt in einem Zeitraum von 6 Monaten mehrfach diesen Dienst in Anspruch nehmen, Fragen stellen, entweder dann um eine Kontaktaufnahme bitten per Telefon oder eben auch per Internet und Live-Chat und mit den Hebammen dann ihre Fragen erörtern. Kreißsaalführung, das Thema ist auch immer wieder im Fokus, bieten wir nicht an aus dem Grund heraus, dass wir die Patienten, die bei uns gerade unter der Geburt sind, schützen wollen und nicht dadurch belasten wollen. Wir haben aber 2 sehr schöne Alternativen für Sie. Wir haben einmal eine Bildergalerie auf der Homepage, wo Sie sich Eindrücke holen können, wie es bei uns in den Kreißsälen aussieht. Und unser Hebammenteam hat einen sehr netten Filmbeitrag gestaltet mit einer kleinen Führung durch den Kreißsaalbereich. Auch das können Sie auf der Homepage rund um die Uhr anschauen und sich informieren, wie es bei uns im Kreißsaal aussieht. Hier ein kurzer Einblick, unser Hebammenteam und unser Ärzteteam in der Geburtshilfe. Aber eben nur ein kurzer Einblick. Das Team ist natürlich viel größer, weil auch nicht immer alle im Dienst sind und auch wir ein sehr junges Team sind. Wir sind sehr froh, dass wir eine Hebammenschule haben, dass wir da junge Hebammen für unser Team gewinnen konnten. Und natürlich gibt es auch da immer mal wieder Nachwuchs, sowohl bei Hebammen wie auch bei Ärzten, sodass immer nicht alle erreichbar und verfügbar sind. Regulär kommen Sie mit den Kinderärzten in Kontakt zur sogenannten U2-Untersuchung. Die Lara hat es ja schon angesprochen. Sie können natürlich auch früher die Klinik verlassen und das dann durch Ihre Kinderärztin oder Ihren Kinderarzt zu Hause machen lassen. Ansonsten so am 3., 4. Lebenstag kommen die Kinderärzte auf Sie zu, machen die U2-Untersuchung neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Stoffwechselscreening und Hörscreening. Und
Da findet eine körperliche Untersuchung des Kindes statt. Den Hörtest hatte ich schon angesprochen. Den Stoffwechselsuchtest aus Fersenblut, der wird einen Tag vorher gemacht. Eventuell eine Hüftsonographie, wenn sie unbedingt notwendig ist. Sie erhalten Informationen zum Thema Prophylaxe und Infos zum plötzlichen Säuglingstod. Und auch nochmal über Vitamin D und Fluoridprophylaxe wird mit Ihnen ausführlich gesprochen. Ja, damit sind wir fertig und wünschen Ihnen eine gute Schwangerschaft, gute Entbindung und natürlich eine tolle Geburt. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen jetzt noch für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, meine Damen und Herren, rund 180 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Livestream begleitet. Sie haben uns auch einige Fragen gestellt, die ich jetzt wechselseitig an das Team übergeben werde. Es war noch mal die Frage zu den Einleitungsoptionen. Welche Optionen bieten Sie an, Frau Buruk? Vielleicht könnten Sie kurz noch was dazu sagen und gegebenenfalls im Wechselspiel mit Professor Müller. Also wir haben viele verschiedene Einleitungsmethoden. Wir haben zum einen den Cook-Katheter, den wir gerne am ersten Tag legen. Dann haben wir Angusta, was oral gegeben werden kann. Wir haben Minprostin-Gel, wir haben Propis, also da sind wir gut ausgestattet. Oder auch der Venencocktail, wenn gewünscht. Das können wir auch anbieten. Okay. Dann war die Frage nach Stillkissen auf Station. Gibt es diese? Ja, es gibt Stillkissen auf Station. Okay. Im Zuge der Corona-Pandemie war ja auch unser Café Kanne geschlossen. Es war jetzt auch die Frage nach Essen im Kreißsaal, wenn sich die Wehen und der Geburtsvorgang lange hinziehen. Gibt es da gegebenenfalls eine Option, dass man etwas essen kann? Also selbstverständlich haben wir Essen für die Frauen zur Verfügung. Was ich nur zusätzlich noch empfehlen kann, dass der Partner sich noch Snacks einpackt, ein belegtes Brot oder sonstiges, damit der Mann auch gut versorgt ist. Eine Zuschauerin sorgt sich darum, was zu tun ist, wenn der Kreißsaal überfüllt ist, wenn zu viele Gebärende da sind. Herr Professor Müller, gibt es eine solche Situation überhaupt oder was kann man da gegebenenfalls tun? Also die Situation tritt sehr, sehr selten auf. Wir haben, wie gesagt, 4 Kreißsäle plus noch einen Operationssaal, wo man zur Not, sage ich mal, auch mal ausweichen kann. Mehrere Untersuchungszimmer noch davor. Im Prinzip ist es so, wenn die Geburt so schnell voranschreitet, dass wir es nicht schaffen, einen Kreißsaal leer zu machen und herzurichten, dann machen wir die Geburt auch im Wehenzimmer oder in einem der Untersuchungszimmer. Das ist eigentlich kein Problem. Alles klar. Frau Buruk, eine Schwangere fragt uns, ob es möglich ist. Wird beim geplanten Kaiserschnitt auch auf Bonding geachtet? Also es ist so, bei einem geplanten Kaiserschnitt läuft es in der Regel so ab, dass die Hebamme, also in dem Fall ich, das Kind empfange, kurz den Eltern zeige, dann erstmal im Nebenraum warm abtrockne und warm einpacke und dann natürlich zu ihnen auf die Brust lege. Also es erfolgt auch im OP ein Bonding, damit das Kind natürlich in diesem kalten Operationssaal nicht auskühlt. Ist es eher eine kürzere Bonding-Phase, aber wir machen das dann in der Regel so, dass wir den Papa dann mit in den Kreißsaal nehmen und dass der Papa dann erstmal intensiv mit dem Kind im Kreißsaal bonden kann. Alles klar. Rund um die Anmeldung zur Geburt gab es auch einige Fragen, beispielsweise, ob es vorab möglich ist, sich via E-Mail anzumelden. Könnten Sie da was sagen, Frau Buruk? Das hatte ich ja kurz erwähnt, also eine Geburtsanmeldung ist keine Pflicht. Wenn es soweit ist, dürft ihr einfach zu uns in den Kreißsaal kommen und die Anmeldung wird dann vor Ort erledigt. Dann hatten wir die Frage, ab wann genau darf dann der werdende Vater mit in den Kreißsaal? Welche Kriterien zum Beispiel, wenn der Muttermund erst 6 Zentimeter geöffnet ist oder darf er schon ins Wehenzimmer? Also die Frage kann man so pauschal nicht beantworten. Je nachdem, sobald die Frau im Kreißsaal ist, darf der Mann mit dazu.
Das ist bei manchen Frauen schon bei 2 bis 3 Zentimetern, bei manchen dann erst bei 8 Zentimetern. Also da kann ich keine exakte Antwort drauf geben. Aber selbstverständlich darf der Mann auch mitkommen ins Wehenzimmer. Also immer wenn die Frau länger bei uns bleibt, darf der Mann mit dabei sein. Okay, dann gab es im Zusammenhang mit dem Baby-Fotoshooting Fragestellungen, da wir das ja im Zuge der Corona-Pandemie auch eingestellt haben. Herr Professor Müller, können Sie hier vielleicht zur Wiederaufnahme zu den Baby-Shootings etwas sagen? Da gab es gerade heute die Meldung, dass auch dieses ab heute bzw. dann ab morgen wieder möglich sein wird. Dann fragten mehrere Personen an, wie es mit der Handhabung des Mundschutzes unter dem Geburtsvorgang ist für die Entbindende. Können Sie sich vielleicht dazu äußern, vielleicht auch mal erklären, warum tragen die Beteiligten denn einen Mundschutz? Es gilt ja laut der Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Pflicht, dass generell in den Krankenhäusern Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Natürlich müssen wir uns auch dem beugen und dieser Verordnung nachkommen. Und daher tragen bei uns auch sowohl die Mitarbeiter wie auch die Patienten einen Mund-Nasen-Schutz. Und das dient zum einen natürlich dem Schutz der Patienten, aber auch zum Schutz, dient dem Schutz der Mitarbeiter, damit wir keine Ausfälle haben im Personalbereich und dann vielleicht sogar handlungsunfähig werden, weil ein Teil der Mitarbeiter in Quarantäne geschickt wird. Wir wissen, dass das schwierig ist und ich kann Ihnen versichern, dass wir da immer eine individuelle Lösung finden. Wenn das natürlich nicht möglich ist, dann finden wir einen anderen Weg und bisher gab es noch bei keiner Geburt diesbezüglich Probleme. Also das Team, die Hebammen, die dort betreuen, die Ärzte, die sie dort betreuen oder Ärztinnen, die sind sehr flexibel und finden da immer eine Lösung, die allem weitgehend gerecht wird. Es war auch die Fragestellung im Hinblick auf das Familienzimmer, was gemacht werden kann, wenn die Familienzimmer alle besetzt sind, ob da gegebenenfalls auch die Besuchszeit länger als 60 Minuten sein könnte. Also prinzipiell müssen wir uns natürlich auch da an die gesetzlichen Vorgaben halten, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmeregeln. Wir haben keine feste Anzahl von Familienzimmern, sondern je nach Bedarf und auch je nach Möglichkeiten können wir eben bis zu 16 Zimmer umwandeln in Familienzimmern, wenn das gewünscht ist von Seiten der Patienten. Wir haben in der Regel ständig 4 bis 5 Väter oder Begleitpersonen auf der Station mit. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen müssen wir mal auf die Patienten zukommen und sagen, es tut uns leid, wir haben im Moment so viele Patienten, dass kein Familienzimmer möglich ist. Sollte es notwendig sein, dass man die Besuchszeiten ausweiten muss aufgrund spezifischer individueller Gründe, dann besteht auch hier die Möglichkeit, dass man das flexibel handhaben kann. Dann kommt eine Frage auf, darf der Partner auch beim Kaiserschnitt dabei sein, trotz Corona? Ja klar, also der Partner darf auch bei einem Kaiserschnitt mit dabei sein und auch die 2 Stunden danach im Kreissaal. Herr Professor Müller, es kommt die Frage auf, was raten Sie Schwangeren, die Clexane spritzen müssen? Welche Regelungen haben Sie in diesem Zusammenhang? Gibt es da überhaupt in dem Sinne eine Regelung? Da wäre es sinnvoll, vorher in die ärztliche Sprechstunde zu kommen, erstmal eruieren, warum wird Clexane gespritzt, wie hoch ist das Risiko für eine Thrombose oder Embolie und dann einen individuellen Geburtsplan oder Vorgaben zu machen, Empfehlungen auszusprechen, wann das Clexane abgesetzt oder nicht mehr gespritzt werden soll. Faustregel kann man aber immer sagen, wenn der Blasensprung stattfindet oder wenn die Wehen regelmäßig kommen, dann sollte man nichts mehr spritzen, sondern erst die Geburtsklinik aufsuchen und mit den Kollegen vor Ort Rücksprache halten. Das ist so der wirklich späteste Termin, dann sollte man wirklich nichts mehr spritzen. Okay, dann Frau Buruk, es kommt die Frage auf, ich muss gerade noch mal kurz schauen, gibt es auf Stationen Stilleinlagen, Babykleider und Windeln oder muss man solche Dinge mitbringen? Genau, das ist auch immer eine beliebte Frage. Vielleicht kurz, also was nimmt man mit in die Klinik? Babykleidung, Pampers, also Windeln, stellen wir natürlich. Nur für den Entlasttag sollten Sie dann natürlich Ihre eigene Kleidung mitbringen.
Ansonsten haben wir auch Stilleinlagen und Ersatznahrung, falls das Stillen nicht möglich sein sollte. Genau, und wir haben auch für Sie, also für die Wöchnerinnen, Vorlagen zur Verfügung, sodass Sie auch keine Binden mitbringen müssen. Was Sie mitbringen müssen, sind eigentlich nur Ihre Kleidung, was bequem ist für den Kreissaal, vielleicht ein längeres Nachthemd, warme Socken, paar Snacks für den Kreissaal, falls Sie Ihre eigene Musik hören möchten, natürlich auch eigene Musik und dann natürlich noch Ihren Kosmetikbeutel, ein Handtuch und ein Badehandtuch. Dankeschön. Es kommt noch mal eine Frage zum Wehenzimmer. Eine Zuschauerin hat den Sinn und Inhalt des Wehenzimmers nicht verstanden. Wenn Sie vielleicht da kurz noch mal drauf eingehen könnten, Frau Buruk. Genau. Also beim ersten Kind kann es sein, dass sich so eine Geburt einfach ein bisschen länger zieht. Die Frau schon intensive Wehen hat, die Wehen aber noch leider nicht viel am Muttermund machen. Für diese Frauen haben wir dann dieses sogenannte Wehenzimmer, unser Zwischenzimmer. Also falls sie Betreuung benötigen, werden wir sie natürlich mit ins Wehenzimmer nehmen. Und im Wehenzimmer darf dann auch ihr Mann mit anwesend sein, sodass sie sowohl von uns als auch von ihrem Mann gut betreut sind in der Phase. Dann hat uns auch eine organisatorische Frage erreicht. Offenkundig haben sich Personen versucht, telefonisch anzumelden, sind aber irgendwie nicht durchgekommen. Könnten Sie da vielleicht einen Tipp geben, wie man das anstellen könnte, wenn man sich vor der Geburt anmelden möchte? Also es ist so, uns erreichen in der Schwangerenambulanz sehr viele Anrufe. Man muss es einfach immer und immer wieder versuchen und sie werden dann auch irgendwann durchkommen und einen Termin erhalten. Alles klar. Dann eine medizinische Fragestellung, Herr Professor Müller. Wie ist der Verlauf während und nach der Geburt bei insulinpflichtigem Schwangerschaftsdiabetes? Das hängt von den Insulindosierungen ab, die in der Schwangerschaft notwendig waren. Auch da kann man so eine Faustregel aufstellen, wenn die im normalen Bereich waren und wenn es sich um einen Schwangerschaftsdiabetes handelt, also kein vorbestehender Diabetes, dann lässt man das Insulin zum Zeitpunkt der Geburt oder ab der Geburt weg, misst den Blutzucker weiter, kontrolliert und dann wird neu entschieden, wie viel Insulin oder ob überhaupt Insulin noch notwendig ist. Bleiben wir beim medizinischen Thema, Herr Professor Müller. Es ist die Frage bezüglich des Einsatzes von Zytotec. Wird das im Klinikum Karlsruhe benutzt? Wenn ja, kann man das ablehnen? Also der Wirkstoff heißt ja Misoprostol und es gibt dieses Präparat zum Beispiel in Frankreich, in den skandinavischen Ländern. Dort ist es zugelassen. Das Präparat heißt Angusta. Wir verwenden dieses in Frankreich und in den skandinavischen Ländern zugelassene Präparat Angusta zur Geburtseinleitung. Aber jede Patientin bekommt natürlich eine individuelle Aufklärung vor der Geburtseinleitung und hat selbstverständlich auch die Möglichkeit, dieses Präparat abzulehnen und ein Alternativpräparat zu wünschen. Danke, Frau Buruk. Es kommt eine Frage zum Thema, beziehungsweise mehrere Fragen zum Thema Dammschnitt, Dammschnittrate. Können Sie da gegebenenfalls was dazu sagen? Also die exakte Zahl kenne ich nicht, aber wir haben eine sehr geringe Dammschutzrate, die beläuft sich bei ca. 10%. Wir sind von diesem Dammschnitt, wie wahrscheinlich auch viele andere Häuser, abgekommen und machen das natürlich nur im Notfall, wenn einfach eine vorzeitige Beendigung der Geburt notwendig ist. Alles klar. Rund um das Familienzimmer sind jetzt doch noch mal einige Fragen aufgetreten, vor allem auch noch mal zu den Kosten. Da war noch mal die Frage, 150 Euro, das hatten Sie ja, glaube ich, im Beitrag auch gesagt gehabt, kann man so bestätigen. Es war aber auch die Frage, braucht man eine Zusatzversicherung, um ein Familienzimmer zu bekommen oder reicht die ganz normale gesetzliche Krankenversicherung?
Da reicht die ganz normale Krankenversicherung. Das ist etwas, was die Patienten selber zahlen müssen. Das wird in der Regel nicht von der Krankenversicherung übernommen, egal von welcher. Und wir geben auch manchmal so einen kleinen Hinweis oder Tipp, bevor jetzt der 10. Strampelanzug geschenkt wird, kann man sich auch mal eine Beteiligung von der Familie am Familienzimmer schenken lassen, zum Beispiel. Hier nochmal eine Sorge im Hinblick auf einen potenziellen Engpass. Wie wird damit umgegangen, wenn zwei Schwangere die Gebärdenwanne benutzen wollen? Haben Sie so eine Situation überhaupt schon gehabt, Nein, dass das gleichzeitig aufgetreten ist? Der Anteil an Wassergeburten ist 0,4%. Die meisten Patienten nutzen die Badewanne, das ist, glaube ich, korrekt, als Entspannungsbad zum Erholen, zum Krafttanken zwischendrin. Und das ist in der Regel immer möglich. Da gab es noch nie so viel Bedarf, dass wir das nicht decken konnten. Okay, dann in puncto Schmerzen kommt noch mal eine Frage. Kann man bei der Anmeldung schon sagen, dass man eine PDA will? Ja, den Wunsch können Sie natürlich äußern. Ich kann Ihnen dann auch in dem Zusammenhang schon mal den PDA-Bogen mitgeben, ausdrucken und mitgeben, sodass Sie den auch vorab schon mal ausfüllen können. Und vielleicht gleich dazu anschließend, bekommt man eine Pumpe beim PDK, sodass man die Schmerzmittelgabe selbst steuern kann? Ja, das ist verbunden mit einer Pumpe, wo man selber drücken kann und dann selber sich einen Bolus von diesem Schmerzmittel geben kann. Aber auch da keine Angst, ist alles so eingestellt, dass keine Überdosierung möglich ist. Und gerade wenn Sie schon darüber nachdenken, vielleicht eine PDA haben zu wollen oder in Anspruch nehmen wollen, bitten wir darum, frühzeitig die Hebamme darauf anzusprechen, dass wir das schon planen können. Wir brauchen da eine Vorlaufzeit von 30 Minuten, aber es ist rund um die Uhr möglich. Alles klar. Es gibt werdende Eltern, die sich sorgen, wenn sie beispielsweise ein Frühchen haben, wie es dort mit der Besuchsregelung ist. Herr Professor Müller, könnten Sie da schon auch jetzt ausgelegt auf die neu eingetretene Situation ab dem 18. Mai etwas sagen? Damit sind jetzt wahrscheinlich die Besuchsregeln in der Kinderklinik dann gemeint. Ja. Da hängt es ein bisschen davon ab, wo das Kind dann in Behandlung ist, ob auf der Intensivstation, wie es dem Kind geht, oder auf der normalen Station. Aber soweit ich informiert bin, sind da die Besuchszeiten auch gelockert und da werden selbstverständlich auch Ausnahmen gemacht, dann, dass beide Partner das Kind besuchen dürfen. Im Zweifelsfall ist ja immer eine Absprache auch mit der Frühchenstation bzw. ja, der frühgeborenen Intensivstation möglich, um dies nochmal im Detail auch klären zu können. Genau. Je nach Ausgangssituation. Die Patientin ist ja Patientin bei uns, die Frau ist ja Patientin bei uns und die darf natürlich das Kind besuchen, wird auch aktiv zum Beispiel von uns, wenn ein Kaiserschnitt stattgefunden hat, zum Kind gebracht, damit möglichst schnell der Kontakt hergestellt werden kann. Und der Partner darf selbstverständlich auch das Kind besuchen. Dann nochmal ein ganz anderes Thema. Lachgas hatten Sie ja vorhin den Einsatz schon während des Beitrags gesagt und erklärt. Jetzt nochmal die Frage, wie oft wird denn Lachgas während der Geburt eingesetzt? Oh, das kann ich so gar nicht sagen. Ich kann nur berichten, dass ich bisher sehr gute Erfahrungen mit dem Lachgas gemacht habe. Und falls die PDA nicht in Anspruch genommen wurde, probieren einige Frauen schon das Lachgas aus. Der Vorteil ist ja auch, dass man das Lachgas, das wirkt so kurzfristig, dass man es auch einfach erstmal nur ausprobieren kann und dann entscheiden kann, ob man das weiterhin benutzen möchte oder doch ein anderes Schmerzmittel möchte. Alles klar. Dann ist die Frage reingekommen, wie lange wird versucht, eine natürliche Geburt zu ermöglichen? Gut, da gibt es gewisse Kriterien, die natürlich aber abhängig sind auch von dem, was die Patientin möchte und wie es der Patientin geht. Wenn alles in Ordnung ist, wenn es dem Kind gut geht, wenn es der Patientin oder der Frau gut geht, dann kann man natürlich auch über einen längeren Zeitraum versuchen, eine normale Geburt anzustreben. Und dann werden wir alle, sage ich mal, Kniffe und Tricks versuchen, um zum Erfolg zu kommen. Da muss man nicht gleich immer einen Kaiserschnitt machen. Das ist nicht notwendig.
Ein Nutzer treibt die Sorge um, beziehungsweise die Frage, ob die PDA schädlich ist. Stimmt es, dass man danach nicht laufen kann und später Rückenschmerzen hat? Würden Sie davon eher abraten, Herr Professor Müller? Also das ist nicht korrekt. Wir haben 2500 Geburten pro Jahr und eine Rate von PDA von ca. 20% unter der Geburt. Also wir haben viele Frauen mit PDA. Und die Komplikationsrate ist extrem gering. Das ist ein sehr sicheres Verfahren, muss man sagen. Nachteilig ist in manchen Situationen, dass die Geburt dadurch verzögert werden kann, etwas verzögert werden kann. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Zeitraum ungefähr eine Stunde, die Geburt länger dauert. Aber manchmal braucht man auch eine PDA, um noch eine normale Geburt überhaupt zu ermöglichen. Also ich würde sagen, die Vorteile überwiegen deutlich und die Nachteile sind sehr, sehr gering. Okay, ich hoffe, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut gehört haben, weil bei uns ist gerade der Rettungshubschrauber gelandet, sodass alles bei Ihnen angekommen ist. Mehrfach ist jetzt auch die Frage nach dem Wunsch-Kaiserschnitt aufgetreten. Herr Professor Müller, ist es denn möglich, in der Klinik das vorab anzugeben? Wie gehen Sie grundsätzlich damit um? Also prinzipiell darf die aufgeklärte Patientin über den Geburtsmodus mitentscheiden. Das ist unsere Philosophie. Wir werden natürlich versuchen, die Gründe zu erörtern und versuchen herauszufinden, warum sie unbedingt einen Kaiserschnitt wollen. Der Kaiserschnitt ist nicht immer die bessere Alternative. Die natürliche, normale Geburt ist in vielen Fällen die bessere Wahl. Und wir werden Ihnen ein Gespräch anbieten von ärztlicher Seite, aber auch von Hebammenseite, um mit Ihnen dieses Thema zu erörtern. Und wenn wir Sie nicht überzeugen konnten, eine natürliche Geburt anzustreben oder anzugehen, dann führen wir selbstverständlich auch den Kaiserschnitt durch. Aber unser Ziel wäre eine natürliche vaginale Geburt, weil die viele Vorteile hat, insbesondere wenn es dann noch um die zweite, dritte, vielleicht oder sogar vierte Schwangerschaft geht. Da überwiegen ganz klar die Vorteile der natürlichen Geburt. Danke. Frau Buruk, jetzt geht es noch mal um die Hebammenbetreuung. Zuschauerin fragt an, ist eine zusätzliche Hebamme für zu Hause zwingend notwendig, falls man bereits 4 Stunden nach der Geburt wieder nach Hause gehen kann? Wir empfehlen auf jeden Fall eine Hebamme, die sie dann im Wochenbett betreut, einfach weil auch nach der Geburt nochmal Komplikationen auftreten können, sowohl Komplikationen, die die Mutter betreffen, als auch die das Kind betreffen. Und deswegen würden wir Ihnen auf jeden Fall nahelegen, eine Nachsorgehebamme zu haben. Dankeschön. Jetzt hat uns noch eine Frage erreicht, ob wir Erfahrungen haben mit Hypnobirthing. Vielleicht können Sie zumindest mir erklären, was sich dahinter verbirgt, weil mir ist das jetzt nicht ganz klar, was Hypnobirthing überhaupt heißt. Und bieten wir das an? Also es gibt mehrere Arten von dem Hypnobirthing. Es gibt ein aktives Hypnobirthing und ein passives. In der Regel ist es so, wenn Frauen vorher, also geburtsvorbereitend, so einen Hypnobirthing-Kurs besucht haben, können sie das selbstständig unter Geburt machen. Da haben wir Hebammen keinen Einfluss. Bei uns gibt es keine Hebamme, die aktiv Hypnobirthing unter Geburt anbietet. Alles klar. Vielleicht, hier kommt noch mal eine Frage zur, wie lange bleibt man üblicherweise nach der Entbindung im Krankenhaus? Das ist wahrscheinlich je nach Entbindungsart doch noch mal durchaus unterschiedlich, aber falls könnten Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Also im Prinzip 3 bis 4 Tage ist die normale Aufenthaltsdauer, aber wir machen da keine Vorschriften. Wenn es der Frau gut geht, wenn es beim Kind nichts Besonderes gibt, wenn alles in Ordnung ist, können Sie natürlich auch früher die Klinik verlassen. Die normale Aufenthaltsdauer, wie gesagt, 3 bis 4 Tage, aber natürlich individuell auch von Ihren Wünschen abhängig, was Sie möchten. Alles klar. Dann hat uns eine Frage erreicht zu den Aromadüften und Globuli. Und homöopathischen Schmerzmitteln.
soll man die selbst mitbringen oder haben Sie da ein Repertoire? Ich glaube, Sie sind auch im Vortrag darauf eingegangen, dass Sie ein gewisses Repertoire auch vor Ort haben. Ja, also wir haben eine sehr große Auswahl an Aromaölen und auch an homöopathischen Mitteln. Dann noch eine Frage zum Kind, zur Nachsorge des Kindes, Herr Professor Müller. Wie ist die Nachsorge beim Kind, wenn die Frau einen Schwangerschaftsdiabetes hat? Wir haben das Thema ja vorhin schon kurz angeschnitten. Wie ist die Nachsorge beim Kind? Also unmittelbar nach der Geburt werden regelmäßig Blutzuckerkontrollen durchgeführt. Und wenn diese in Ordnung sind, wenn das alles unauffällig ist, dann finden erstmal beim Kind keine weiteren Kontrollen statt. Die sind auch nicht notwendig. Nur wenn das Kind Probleme hat, den Blutzucker konstant zu halten, dann muss man überlegen, ob man vielleicht etwas zufüttert, um Blutzuckerentgleisung zu vermeiden. Oder wenn es schwerwiegende, in der Regel sind es dann Unterzuckerungen sind, kommen die Kinderärzte und helfen und gleichen das dann durch eine entsprechende Therapie aus. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, zumindest im Moment, was eingegangen ist. Es ist nochmal eine Frage rund um das Thema Dammschnitt. Dammschnitt wird vermieden, aber heißt das auch, dass man keine Verletzung Risse hat? Nochmal die Frage bitte. Also Dammschnitt wird vermieden, aber heißt das auch, dass man keine Verletzungen, Risse hat? Also ganz 100% ausschließen kann man das wahrscheinlich nicht im Zuge des Geburtsvorgangs. Nee, das kann man auf keinen Fall ausschließen. Wir empfehlen Ihnen natürlich geburtsvorbereitend schon einige Prophylaxen durchzuführen. Unter der Geburt schauen wir natürlich auch, dass wir den Damm wärmen und somit eine Geburtsverletzung vermeiden, aber das kann man in keinem Fall garantieren. Wenn ich es richtig sehe, sind jetzt aktuell keine Fragen mehr eingegangen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen im Eifer des Gefechts. Ansonsten können Sie das gerne nochmal reinschreiben, aber wir von unserer Seite würden uns jetzt an der Stelle erstmal bedanken fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch ein paar Fragen, noch mal zwei Fragen. Ich schaue mir das gerade noch mal kurz an. Eine Fragestellung, Frau Burock, gibt es denn bestimmte Gebärhaltungen, die Verletzungen vermeiden können? Also das kann man so pauschal nicht sagen. Man sagt, dass aufrechte Gebärpositionen, also sei es im Vierfüßler oder in der Tiefenhocke, dass es dammschonender ist, aber wie gesagt, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Alles klar. Eine Frage hat uns noch erreicht rund um das Thema Vollnarkose, wobei ich die jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten finde. Ich gebe sie mal an Professor Müller weiter. Können Sie noch etwas zur Vollnarkose sagen? Also die Vollnarkose wird, wenn immer, vermieden rund um die Geburt, weil wir gerne eine wache Patientin haben. Das hat medizinische Aspekte, hat aber auch natürlich den großen Vorteil, dass hinterher die direkte Kontaktaufnahme mit dem Kind natürlich viel besser möglich ist, wenn die Patientin wach ist. Die einzige Ausnahme, wo es eine Vollnarkose gibt, ist der sogenannte Notfallkaiserschnitt. Da muss es so schnell gehen, dass man da leider eine Vollnarkose machen muss. Und für die ganz seltenen Fälle, wenn es nach der Geburt zu notwendigen Operationen kommt, dann könnte es auch sein, je nach Gesundheitszustand der Frau, dass eine Vollnarkose notwendig ist. Aber ansonsten ist es unser Ziel, das immer zu vermeiden. Noch eine letzte Frage. Werden überhaupt noch Einläufe gemacht, Frau Burock? Also mit den Einläufen ist es so, das wird nicht mehr standardmäßig durchgeführt. Auf Wunsch ist natürlich jederzeit ein Einlauf machbar. Bei uns handelt es sich in der Regel um Mini-Klistiere. Also wenn der Bedarf besteht, führen wir die auch gerne durch. Jetzt kommen noch zwei Fragen. Eine zur Nabelschnur. Lässt man die Nabelschnur auspulsieren oder wird sie direkt durchtrennt? Also wir lassen die Nabelschnur auspulsieren
Und wenn es dann soweit ist und die Nabelschnur nach 60 Sekunden oder auch erst nach 3 Minuten, 4 Minuten auspulsiert ist, darf der Partner dann natürlich auch die Nabelschnur durchschneiden. Alles klar. Jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Können Sie den werdenden Eltern noch was mit auf den Weg geben? Wann sollen sie sich auf den Weg in die Klinik machen, wenn man zum Beispiel alle 5 Minuten Wehen hat? Das ist auch eine schwierige Frage. In der Regel sollte jede schwangere Frau einfach auf ihr Körpergefühl hören. In der Regel sagt man bei regelmäßigen Wehen alle 3 bis 5 Minuten. Aber wie gesagt, sobald Sie das Gefühl haben, es tut sich was, die Wehen sind sehr intensiv, dürfen Sie sich natürlich jederzeit auf den Weg machen. Und wenn es dann doch nur ein Fehlalarm war, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Dann schicken wir Sie einfach wieder nach Hause und Sie kommen dann wieder, wenn es soweit ist. Eine wirklich allerletzte Frage. die Nabelschnurspende. Wie stehen Sie zu dem Thema Nabelschnurblutspende? Die eine Zuschauerin würde das gerne tun. Was muss sie da gegebenenfalls machen? Wie geht man da am besten vor? Ja, vielleicht kann ich das beantworten. Wir haben vor mehreren Jahren damit aufgehört. Das hat verschiedene Gründe. Ich will Ihnen 2 nennen. Zum einen ist es so, dass mit diesem Blut, was aus der Nabelschnur gewonnen wird, wo die Stammzellen draus extrahiert werden, das ist in der Regel so wenig oder es sind so wenige Stammzellen, dass man damit keinen großen jugendlichen Erwachsenen behandeln kann. Also alle Erkrankungen, die später auftreten, nicht im Kindesalter, sondern später im Leben, sind damit nicht therapierbar, allein vom Volumen her, weil es einfach zu wenig ist. Das zweite Problem ist, 99,9% der Anwendung der Therapien, die mit Stammzellen gemacht werden, werden mit Stammzellen von anderen Menschen gemacht, von gesunden Menschen, weil man annimmt, dass der Defekt zum Beispiel für das Entstehen einer Krebserkrankung schon in diesen Stammzellen liegt. Daher ist es nicht sinnvoll, zum Beispiel im Rahmen einer Krebserkrankung später mit 20 Jahren die eigenen Stammzellen wiederzuverwenden. Dann würde man die Krebserkrankung 20 Jahre später ein zweites Mal bekommen. Also viele medizinische Gründe sprechen dagegen. Deshalb haben wir damit aufgehört und können da nicht weiterhelfen, können kein Blut entnehmen für diese Stammzellspende aus Nabelschnurblut. Vielen Dank fürs Zuschauen und für die vielen anregenden Fragen. Wollen Sie noch kurz was zum Abschied sagen? Dann würden wir uns verabschieden danach. Wir wünschen Ihnen eine gute Schwangerschaft, eine gute Geburt und bedenken Sie immer, es sind schon viele Menschen auf die Welt gekommen. Wir helfen in der Regel nur. Den Großteil der Arbeit müssen Sie selber machen, aber Sie werden das schaffen. Frauen sind stark und wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen dabei auch gut helfen können und Sie gut begleiten können. Genau, also ich schließe mich an. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.